Mittlerweile haben wir fast eine Woche geschafft. Das ist total verrückt. Ihr könnt euch mal hier meine Haare angucken. Sich noch nicht so viel getan in 6 Tagen. Ich hoffe aber, ups, du hast gesehen, ich hoffe, dass in den nächsten Tagen der Schorf abgeht, dass ich ab 10. Tag schorffrei bin. Und dann geht's nur noch aufwärts. Schmerzen habe ich heute bisher noch gar keine gehabt. Die Nacht war besser. Also es wird wirklich von Nacht zu Nacht immer ein bisschen besser. Noch nicht gut, noch nicht normal geschlafen, aber es wird langsam, wirklich, wie gesagt, von Nacht zu Nacht ein bisschen besser immer. Wie gesagt, Schmerzen aktuell gar nicht. Gestern hatte ich ja so ein, als ob mir jemand so die Haare nach hinten zieht, so ein Gefühl gehabt. Und abends nach dem Waschen ja auch so ein Stechen gehabt. Habe ich also jetzt nicht mehr. Hinten könnt ihr mal gucken. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ja, soweit auch keine Schmerzen, nichts. Ich bin sehr gut gelaunt. Ich fühle mich sehr gut. Und habe auch gerade gesehen, noch 2 Antibiotikum-Tabletten. Dann bin ich auch mit den Tabletten komplett durch. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass man wirklich jetzt merkt, es geht immer weiter vorwärts. Es wird immer alles ein Stück leichter. Haare waschen ist halt noch ätzend. Aber wie gesagt, wenn der Schorf ab ist, ist er ab. Und dann ist alles geschafft. Dann heißt es nur noch warten, warten, warten. Ich gehe jetzt erstmal raus, ein bisschen einkaufen. Wie gesagt, ich bewege mich ja eigentlich schon die ganze Zeit nach der OP ziemlich normal. Und ja, mir geht's gut. Stirn glänzt allerdings immer noch so ein bisschen. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass so ein Stück weit Kochsalzlösung immer noch in der Haut ist, weil dieses das, na, sag schon, das Glänzen ist kein Schweiß, weil mir ist nicht warm. Könnte auch vielleicht ein bisschen Schweiß sein, aber das fühlt sich auch von der Konsistenz her sehr nach Kochsalzlösung noch an. Was komisch ist, weil Schwellung sehe ich keine mehr. Aber gut, es passt, ne? Das war es erstmal jetzt zum Morgen von Tag 6. Mal gucken, was ich heute Abend zu euch sagen kann, was es doch passiert ist und wie es nach dem Haarewaschen aussieht. Bis später. Hi Leute, nochmal eine etwas andere Perspektive. Und ihr werdet festgestellt haben, ich habe Tag 6 und 7 in ein Video gepackt. Denn tatsächlich ist einfach nichts großartig passiert, was ich hätte erzählen können. Es hat sich nicht so viel verändert. Wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile, also der erste Teil vom Video war ja Anfang von Tag 6. Jetzt ist Ende von Tag 7. Und die Nacht von Tag 6 zu 7 war richtig gut. Es war die beste Nacht bisher von allen und ich habe auch so insgesamt das Gefühl, dass alles Schritt für Schritt langsam, aber es wird alles Schritt für Schritt immer besser und einfacher. Ich habe auch jetzt zum Beispiel gerade die Lotion drauf. Es ist Lotion, es ist nichts anderes. Es ist tatsächlich die Lotion, die ich gerade auf den Haaren habe. Ja, genau, weil ich mir jetzt gerade die Haare wasche und heute ist der erste Tag. Wir hatten heute 7 Tage nach der OP. Also genau vor einer Woche hatte ich meine OP und heute werde ich nicht mehr mit der Sprühflasche waschen, sondern leicht Wasser rüberlaufen lassen. Also kein Strahl direkt drauf, sondern wirklich hier hinten, dort wo nicht transportiert wurde, rauf und dann läuft es alles nach vorne runter. Das werde ich heute so machen, ab heute und ab morgen dann gegebenenfalls auch zweimal am Tag die Haare waschen, bis der restliche Schorf komplett ab ist. Denn nach 10 Tagen möchte ich, dass er weg ist. Soll auch so sein. Spätestens am 14. Tag muss es ja wirklich weg sein. Das heißt, ich peile so Tag 10, maximal Tag 11 an, dann möchte ich komplett schorffrei sein. Wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich von Tag zu Tag, Nacht zu Nacht immer etwas besser wird. Es sind kleine Etappen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr Geduld habt. Es wird jeden Tag ein kleines bisschen besser. Und am Ende, nach 2 Wochen, werdet ihr schorffrei sein und euch denken, so schlimm war es gar nicht. Ich habe alles geschafft. Und ja, ich werde mal schauen, wie es weiter aussieht die nächsten Tage. Heute auch die letzte Antibiotikum-Tablette genommen. Ab morgen werde ich zum Beispiel auch neue Tabletten nehmen. Und zwar MSM und Biotin-Tabletten, die den Haarwachstum oder das Haarwachstum nochmal speziell beschleunigen sollen, damit ich nicht ewig komisch aussehe. Und wie das funktioniert, werde ich morgen nochmal wahrscheinlich ein extra Video hochladen, warum, wieso, weshalb und was ich mir davon erwarte. Und dann werde ich das Experiment MSM plus Biotin testen. Also abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, ob das für ein Haarwachstum gut ist oder nicht. Und ich freue mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.